Tja, ich war gerade einkaufen und natürlich Schokoladenbrötchen auch und habe gerade tolle Telefonate geführt, übrigens auch mit dem Ortsvorsteher von Dernau. Da muss ich jetzt aufpassen, welchen Namen ich sage, weil es gibt Alfred Sebastian und Gregor Sebastian, aber es ist der Alfred Sebastian. Habe ihn nochmal auf den Zeitungsartikel angesprochen und es ist schon ganz lustig, weil wir haben tatsächlich in Dernau gearbeitet. Das wusste er aber nicht, weil wir natürlich kostenfrei gearbeitet haben. Es war unser LKW im Einsatz, es war unser Bagger und unser Traktor mit Erdmulde im Einsatz. Und die zwei kleinen Dumper, die wir von den Werbeeinnahmen gekauft haben von Facebook, sind da auch im Einsatz. Ich weiß nicht, ob aktuell noch oder schon gewesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir verstehen uns sehr gut und es war ein tolles Gespräch. Und ich glaube, da wird es demnächst nochmal ein Live-Video wahrscheinlich geben. Aber jetzt kommt die tolle Nachricht, weil die GoFoods, das habt ihr mitbekommen, die Sportstätten finanzieren, unterstützen. Das ist eine Vereinigung von einigen Sportlern und Promis. Mit denen habe ich ja nächste Woche Termin, fahre ins Tal und Waldbotzheim wird auf jeden Fall berücksichtigt werden, wahrscheinlich mit einem Bolzplatz. Und Alfred Sebastian, mit dem habe ich gerade auch darüber gesprochen, wahrscheinlich auch ein Bolzplatz für die Kinder. Da ist noch was in Planung, aber da möchte ich mich nicht zu äußern. Das liegt dann nicht im Überflutungsgebiet, aber die Kinder brauchen unten eine Sportstätte. Das würden wir begleiten und ich werde auf jeden Fall dann da vorbeifahren. Da freue ich mich riesig drauf, weil auch wenn wir in Urlaub sind, es läuft wirklich richtig viel Gutes gerade an und ja, die Infos sind einfach gut, die gerade reinkommen. Heute ist, glaube ich, auch die Blumenzwiebelaktion. Das heißt, der Firma Degenhardt spendet ganz viele Blumenzwiebeln. Die werden dann zum Baustoffzelt Kaiser geliefert und da können sich alle Leute natürlich kostenfrei bedienen, die jetzt Blümchen pflanzen wollen. Natürlich bienengerecht, das war noch eine Frage. Und ja, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, weil dann geht es mit Volldampf weiter und natürlich im Sinne der Menschen im Ahrtal und ja, diese Zusammenschlüsse und diese Kontakte. Nochmal vielen Dank an Martin Rütter, mit dem ich auch im Ahrtal unterwegs war. Weil ich glaube, das kommt durch dich, Martin. Und da bin ich mir ganz sicher. Und das war ja auch mein Ziel, die Leute ins Ahrtal zu bringen. Und Martin hat auch direkt schockiert festgestellt, was das für eine Katastrophe ist. Und hat im Hintergrund reagiert und agiert. Und das ist das Ergebnis. Also, es geht weiter. Und wir denken nur nach vorne und alles andere interessiert uns eigentlich relativ wenig, weil es bringt den Menschen nichts. Bis dann, macht's gut. Ich gehe jetzt frühstücken, ist schon peinlich, wir haben 10 Uhr. Oh ja, ich war auch andere Sachen einkaufen. Bis dann, ciao.